dann muss ich auch noch jagen. Um ganzen anderen Kladderadatsch zu bekommen. Okay. So. Wo genau müssen wir hin jetzt? Wir müssen hier hoch. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Nope, wird es ganz sicher nicht. Ich weiß nicht, in diesen Gebirgen... Wow. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine riesige Schlange. Krass. Ah, ein Händler. Nee, dich brauche ich jetzt nicht mehr. Oh, Eclipse. Ich kann dort keine Fokusse feststellen. Das solltest du wohl allein regeln können. Nur zu. Danke. Allein. Na gut. Oh, das sind aber viele. Geiler. Wow! Was war das denn jetzt? Was haben die denn da für Waffen? Das ist ja voll gemein. Okay, vielleicht sollte ich mal die andere Waffe nutzen. Hier so Elektrizität. Nö, ich mach mal ganz normal. Warum nicht? Ja, okay, Alter, das Teil ist voll geil. Viel Schaden kriegst du aber nicht dadurch. Okay, probieren wir mal den neuen Bogen. Vielleicht Eis. Alter. Der stirbt ja fast gar nicht. Willst du mich verarschen? Okay, wie wär's mit Verderbnis? Ich bin gleich tot, wenn's so weitergeht. Oh. Entdeckung, Sub! Zack! Was machen die da oben überhaupt? Aua. Stirb doch einfach. Wüstenglas. Und Metallscherben. Okay, boah, die neuen Waffen sind okay, aber ich finde noch immer... Das ist der beste Bogen einfach. Weil auch einfach one-hitted. Sind da noch mehr Eclipse? Was ist denn das? Sieht aus wie ein riesiger Panzer. Der Grabort. Im Schatten eines Metallteufels. Super. Sieht wirklich aus wie ein Panzer. Das ist ein Panzer. Das? Was ist das? Moment mal. Das Teil sondert noch irgendwelche Geräusche ab. Kann es sein, dass es vielleicht noch... Nein, oder? Intakt ist? Wer weiß. Oh, wo geht's denn da lang? Drinnen sind sie auch. Oh, fuck. Warte. Mist. Komm schon. Voll ins Auge. Voll daneben. Wo kam der denn her? Ah, super. Der Penner. Au! Oh! Ja, genau. Okay.
Sache, ich sollte wieder schleichen. Das hat keinen Wert mehr. Aua. Ja, ja, Schachmatt und ciao. Ich sollte wieder reinschleichen. Das hat keinen Wert. Okay. Ich war jetzt zu arg fixiert auf meine neuen Waffen. Was ist das hier eigentlich? Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Ach, Mist. Er lebt. Und ist wütend. Wir sitzen hier fest. Er schlägt glatt durch uns durch. Wir müssen wieder bereit. Dann haben wir ein Kampf. Eingefrorenem Eis. Und in der Zeit. Titanenwarnung. Wir machen's wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Alles wie immer. Jetzt geht's los, Leute. Die 9. MED am Platz. Hua! Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Komisch, dass er sich nicht meldet. Hey, hier waren doch vorher... Aha. Zwei Stück sogar. So beschäftigt, dass die nicht mehr merken, dass ich hinter denen stehe. Zack! Ich gesehen. Und stiller Schlag! Das war's. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Zwei auf einen Schlag. Sehr schön. Operation Enduring Victory. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Nee. Definitiv nicht. Es war auf jeden Fall so, dass... ein Krieg... zwischen Maschinen und Menschen war. Die Menschen haben verloren. Junge. Junge, das hört sich echt nicht gut an. So kam jetzt das nochmal. Ich hab's doch schon einmal gehört. Brauchst du nicht nochmal hören? Nee, egal. Okay. Da geht's aber tief runter. Da geht's richtig tief runter. Soll ich mich jetzt da... soll ich da runterspringen oder was? Kann ich da irgendwie runter mit dem Seil da oder... Ja! Wow! Okay. Sehr gut. Die Maschine ist noch im Takt. Man hört auf jeden Fall noch Gegrummel. Aber vielleicht sind das auch die Kultisten. Vielleicht. Was ist das? Das noch eine. Wir haben die Soldaten wohl geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Protokoll 3. Kampf California Marina. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6.
Ein Licht wie der Socialnet-Nostalgiefilter, den es in den 40ern gab. Okay. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Nicht. Ich weiß nicht. Oh je, oh je. Das hört sich ja gar nicht gut an. So, ich muss mal... So, ich hab mal kurz nochmal alles geupgradet. So. Da habe ich schon 12. Okay, da habe ich 2. Was? Nicht mehr genug Draht zum Herstellen. What? Seit wann denn das? Okay, cool. Ne, eigentlich nicht cool, aber egal. Hier ist noch was zum Hören. Abberufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Insbesondere an 115c. Verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spielen. Noch eine. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate jetzt. Und vielleicht 20 Einsätze. Immer an der Westküste. Wie soll man es sich da gemütlich machen? Mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Es war die Metallwelt. Ihr gesamtes Training besteht aus... Hier ist eine DEW. Schieß auf die Bots. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz. Damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Dann wird bald alles wieder wie früher sein. Was ist denn dieses Projekt Zero Dawn? Das weiß keiner hier, aber jeder schöpft Hoffnung aus dem Ding. Okay, das ist nur eine Notiz. Da habe ich nicht viele. Hier ist noch was. Nur ein Bett. Vielleicht das Zimmer ihres Kriegsherrn. Wieder nur eine Notiz. Vielleicht muss ich da runter. Okay. Das reibt ein bisschen. Eine Ampel. Und das Loch wird immer größer. Schon böse aus. Ah! Nein! Ach, egal. Wird immer dunkler, man sieht ja fast gar nichts mehr. Eine verschlossene Tür, na super. Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Ja. Wahrscheinlich schon. Was zum Geier ist denn das da hinten? Und das da unten? Wow. Muss ich da... Langsam. Muss ich da rüber? Das war aber knapp. Ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollten diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Okay. Woher weiß ich, ob es richtig ist und woher nicht?
Hä? Okay, 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 okay. Das ist interessant. Ah. So, also. Oben, unten. Drei Leitungen, drei Quellen. Das Zack. Ergibt eine. Okay, das hab's sogar ohne das Ding hinbekommen. Okay. Jetzt muss ich nur irgendwie einen Weg wieder darunter finden. Okay. Das hat geklappt. Und wie sieht's hier aus? Oh. Hier wird mir gar nichts angezeigt. Okay, vielleicht kriege ich ein bisschen Info davon. Ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Wie war das nochmal? Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Nee. Das geht so. Ohne Seife waschen. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Nope. Ich bin halt was ganz Besonderes. Okay, und jetzt nach Süden. Zack. Zack. Und zwei. Sehr und schön. Eine. Ja, das hat doch geklappt. Wie gut, dass ich mir diese Eselsbrücke gemerkt habe, damals in der Schule. Nie ohne Seife waschen. Okay. Und hier? Ah ja, hier ist wieder eingezeichnet. Oben, oben, unten, unten. So. Das war's. Klingt zumindest so. Der Strom ist wieder an. Ja, okay, vielleicht von der anderen Seite. Okay. Dann schauen wir mal, ob die Tür sich jetzt öffnen lässt.